Girls of Tomorrow. Wir alle sind gefragt, die Folgen der Klimakrise abzuwenden und Klimagerechtigkeit sowie eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben. Dafür ist es wichtig, zukunftsweisende Rahmenbedingungen zu schaffen. Junge, politisch engagierte Menschen und Entscheidungstragende können hier Einfluss nehmen und die Weichen stellen. In diesem Zusammenhang sind im Forschungsprojekt Tales of Tomorrow Geschichten und eine Vision entstanden. Geschichten, die dazu anregen sollen, Veränderungen anzustoßen. Hören Sie in Folge eine dieser Geschichten und lassen Sie sich inspirieren. Es war ein verregneter Tag im September letzten Jahres. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Tag mein Leben verändern würde. Aber er hat es tatsächlich getan. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Der Schock trifft mich 7:15, kurz bevor die Supermärkte schließen. Mir fällt ein, dass mein bester Freund und ich uns schon seit Monaten freuen, heute Abend unseren Geburtstag gemeinsam bei mir zu feiern. Doch ich habe kein Bier, keine einzige Flasche. Ich schnappe meine Geldbörse, renne zum Auto und was sehe ich? Einen Stau. Ein Auto hinter dem nächsten. Was soll ich jetzt machen? Das schaffe ich doch nie. Jetzt verliere ich noch meinen besten Freund, denke ich. Plötzlich erblicke ich meinen ökofanatischen Nachbarn, der mit seinem Lastenrad um die Ecke flitzt und gegenüber in der Hauseinfahrt parkt. Vor meinem inneren Auge sehe ich mich damit schon an den stehenden Autos vorbeikurven. Schnell laufe ich hinunter und rufe meinem Nachbarn zu: Darf ich dein Lastenrad ausborgen? Er schaut mich verwundert an und meint: Du hast mich doch immer ausgelacht, weil ich Lastenrad fahre und nicht wie alle mit dem Auto. Aber bitte, nimm es dir. Ich schnappe das Rad und presche durch den immer stärker werdenden Regen Richtung Supermarkt los. Auf einmal sehe ich am Straßenrand ein Car to go, ein Auto zum Ausborgen. Kurz kommt mir der Gedanke, dass es jetzt im Auto mit Sitzheizung und Radio eigentlich doch bequemer wäre. Aber dann sage ich mir, nein, jetzt ziehe ich das durch. Ich kurve weiter an der Autoschlange vorbei und 7:01 erreiche ich völlig außer Atem den Supermarkt, gerade noch rechtzeitig, um das versprochene Bier zu kaufen. Auf meinem Rückweg winke ich den Autofahrern mit meinem aufgeladenen Bierkisten fröhlich zu. Viele winken mir zurück, einige applaudieren sogar. Sie sind in der Zwischenzeit nur wenige Meter vorwärts gekommen. Als ich wasserdurchnässt und von oben bis unten voll mit Dreck zu Hause ankomme, warten meine Freunde schon vor der Tür. Mein bester Freund fragt: Und, hast du die 5 Bierkisten? Ich antworte: Nein. Nein, es sind 7. Und die Moral von der Geschichte? Lastenrad stößt CO2 aus, nicht. Das Projekt Tales of Tomorrow wurde vom österreichischen Klima- und Energiefonds im Rahmen des Austrian Climate Research Programs ACRP gefördert. Im Forschungsprojekt arbeitete ein Team der Umweltbundesamt GmbH und der Universität für Bodenkultur Wien. Weitere Informationen sowie alle Geschichten zum Download gibt es auf unserer Website talesoftomorrow.boku.ac.at.